trajectory. Du sag mal, warum haben die Raketen hier so merkwürdig stinkende braune Spitzen? Düngerspitze. Wie eine Düngerspitze. Es ist richtig ganz merkwürdig, es ist richtig müffelig. Da ist jetzt vorne Dünger auf der Spitze, den habe ich mit einem speziellen Prozess, den wir entwickelt haben in unserem hochwissenschaftlichen Labor, haben wir das entwickelt, eine spezielle Technik, jetzt ist da vorne Dünger drauf und jetzt kann man die tief in den Boden rammen und der Dünger ist halt direkt am Kern vom Samen. Was Sie sagen, es klingt irgendwie verkehrt, ich weiß nicht, es klingt nicht richtig. Das ist ein hochwissenschaftlicher Prozess. Es klingt absolut nicht richtig. Einer der wenigen Prozesse im Universum, bei dem man keine Hosen trägt. Klingt total verkehrt. Wissenschaft. Ich weiß nicht, ich will das einfach alles nicht kreisen. Wissenschaft wirkt auf Menschen oft verstörend. Ich kann das nachvollziehen, das ist klar. Du meinst also auf unbeholfene Amateure wirkt es verstörend, aber auf Experten, die erkennen natürlich die Genialität in der Sache. Ja, klar. Ich führe mir erstmal jetzt wieder hier so einen Kürbis ein. Ja, so ein Wissenschaftskürbis. Space-Kürbis. Ich finde das schon irgendwie merkwürdig. Du musst den Kürbis mit Butter einreiben und dich dann draufsetzen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, macht man mit Mais doch auch, oder nicht? Nein, nein. Also keiner isst so einen Kolben rückwärts. Also ich habe mal einen Film gesehen. Ja, okay. Ich habe mal so einen Film gesehen, da war, warum lag hier so ein Samen schon wieder irgendwie rum? Keine Ahnung, aber ich habe hier... Der lag einfach auf dem Boden, ne? Ich habe hier ganz gut schon wieder Aluminium rausgezogen. Ich kann weitere Bohrer bauen. Meine Aufgabe ist es, hier immer weiter den Planeten... mit meinen Massagebohrkräften zu öffnen. Wo waren denn noch diese fertigen Raketentriebwerke? Bei Iridium vielleicht oder bei... in dem Halo, meinst, oder? Ja, in dem Halo war noch Zeug. Auch so eine Kiste, wo noch eins drin ist. Dann fliege ich da mal kurz rüber. So, wir brauchen viel mehr Bohrer. Wir müssen das viel mehr... Wir müssen den Planeten viel mehr... Was machen die Bohrer denn? Durchlöchern. Die Bohrer machen Wärme und Luftdruck. Weil Luftdruck und Wärme kannst du halt über Raketen extrem gut machen, ne? Du hast ja gesehen, eine Rakete bringt mal 1000. Und wir können auch Luftdruckraketen bauen. Aber wir müssen das ja auch erstmal... Du kannst auch Luftdruckraketen bauen, kosten die denn viel Stuff? Oder sind die quasi hinterhergeschmissen? Ja, ein Triebwerk, dann hier diese Speziallegierung ein bisschen... Musst mal oben gucken, also am Computer kannst du das ja sehen. Alter, hier ist jetzt Wasser um den Halo rum. Ja, ja, ich sag ja, es breitet sich immer weiter aus. Ekelhaft, Wasser, bäh. Der Ozean kommt. Ist das Natur, was? Ist das Natur? Ey, wir sind, was Wasser angeht, bei Seen sind wir jetzt bei 78%, ne? Es geht gleich los, gleich spratzeln hier die Quellen raus. Ich will dir keine Angst machen, aber... Es könnte bald feucht werden. Fertiges Triebwerk. Wir brauchen mehr Dünger. Weil wir brauchen mehr von diesen Blumenverteilern. Wir müssen richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe bei im Essenschrank könnten schon ein paar Auberginen sein. Algen produzieren wir jetzt. Wir sind jetzt gerade irgendwie rein ins Game, so, ne? Also ins Biomasse-Game, so. Da sind wir ja noch gar nicht richtig deep. Du meinst also, wir sind ganz am Anfang. Das ist erst die Spitze der Biomasse. Ja, ja. Alter, hier musst du echt jetzt schwimmen. Ja, ich sag ja, irgendwann ist ja alles geflutet. War im... So, wie sieht's denn eigentlich hier aus, in der Minibase? Na okay, Schwefel ist gar nicht so easy rauszukriegen. Ich könnte hier... Ist nichts drin in der Höhle? Oder war da... Na, vielleicht warst du ja schon drin, ne? Nee, da ist nichts drin, aber das sieht so aus, als würde sich das irgendwann noch auflösen, ne? Weiß ich nicht. Es ist jetzt... Also im Moment ist irgendwie nichts drin. So, ich habe wieder ein bisschen... Im Moment, ich hab... Schwefelausbeute. Warte mal. Eins, zwei, drei. Wie so ein Päckchen mit Ziegenkäse gefunden. Da steht drauf, ich bin euch auf dem Fersen. GP, wer ist der? GP? Ist das nicht der Geisenpeter? Der Geisenpeter ist uns auf dem Fersen. Peter Geisler? Der Geiselpeter.
Der Geiselpeter. Ich lasse niemanden frei. Naja, also ich habe jetzt nur einen Triebwerk. Was ist eigentlich hier mit dieser Sand Kuppel, wo Tina Turner halt ihr Konzert gibt? Was passiert denn da in der Ecke? Die Sandkuppel? Ja, hier ist so eine Sandwand. Entfernt ihr sich irgendwie? Kann man da rein? Oh mein Gott, ich glaube, ich komme nach oben. Boah, ich habe die Sandwand überwunden. Hochgeglitscht oder was? Keine Ahnung. Der klippt da irgendwo rein. Ich bin auch letztens dann geklippt irgendwie in. Boah. Oh, noch ein Triebwerk gefunden hier in der alten Kiste. Die alte Triebwerkskiste. Von Haren Solo. Harnröhren Solo. Er spielt auf der Harnröhre wie kein anderer. Er spielte die Dreilochharen. So. Mit Querflötenaufsatz. Alter, wo geht's denn hier lang? Mit Querflötenaufsatz. Mit Querflötenaufsatz. Ich spiel die Querflöte. Alter, was ist das denn hier? Ich hab hier so eine. Das kenne ich noch gar nicht. Monorail gefunden. Das sind auch super viele Kisten. Alter, wieso ist denn hier noch eine Goldkiste? Die hat keiner leer gemacht. Ja, nimm mit. Ich muss nochmal durch die Tina Turner Kuppel später. Und Tina Turner. Dann nehme ich auch mit. Ein bisschen Eisenbeißen ist ja auch immer ganz gut, ne? Wenn irgendwann mal der ganze Canyon hier wirklich geflutet werden sollte, dann ist hier oben echt Platz für ein höheres Gebiet. Weiß halt nicht. Boah, ich habe einen Mikrochip gefunden. Geil, Mikrochips sind immer gut, weil vielleicht haben wir Glück und schalten was Geiles frei. Weiß man halt nie, ne? Das kann alles sein. Sie können sich jetzt für das Boot entscheiden oder die mysteriöse Schachtel. Ich nehme die Schachtel. Es kann alles drin sein, ja sogar ein Boot. Oh Gott, ein Regenwurm ist mir ins Auge geflogen, deswegen musste ich niesen wegen meiner Allergie. Meine Augen reagieren allergisch auf Regenwürmer. Auf Regenwurmdefikat. Guck mal, hier ist doch noch ein Aluminium. Ich brauche mal hier eben ganz schnell ein bisschen Scheilizium. Der Eisenschrank ist voll. Das ist voll blöd. Und im Zeugsschrank ist auch voll viel Eis. Ja, aber dann bau halt was damit. Ja, wir müssen das Eisen eigentlich mal nutzen, um ein bisschen irgendwie Gebäude weiter zu entwickeln, ne? Aber wir sind halt die Männer der Schande auf diesem Planeten. Die Ureinwohner haben gesagt, da kommen sie, die Schandmänner. Haben wir hier kein Alu? Ich baue mir hier ein neues Leben auf in meiner neuen Basis. Da war doch auch Alu. Ich kann schwören, ich hatte hier ein bisschen Alu. Hier. Luftdruck könnten wir. Da brauche ich noch zwei Silizium und noch eine Legierung. Ich sammle nämlich jetzt hier schmutziges Wasser. Hier hast du so einen Wassersammler, oder? Ja, so ein Schmutzwassersammler. Geil, Mann. Oh, hier entsteht gerade nämlich so eine Art zweite Basis. Was brauchen die hier? Silizium und Alu. Hier gibt es ja eigentlich auch alles. Was war das? Rakete! So, ich dachte eben gerade, hier stürzt was auf mich drauf. Vielleicht stürzt gleich was auf dich drauf, weil wer was hochschickt, kriegt auch immer wieder was runtergesendet. Bleib so lange hier drin. Ich baue hier gerade meine zweite Heimat auf. Wollen wir Schwefel noch? Ja, ne? Schwefel war noch ganz interessant für uns. Ja, ist immer gut. Schwefel, Osmium,
Hosmium? Homium? Das alte Hurenstahl. Hurenstahl. Wenn du irgendwo ein totes Opossum am Straßenrand findest, bring's mit, dann können wir Opossmium daraus machen. Opossmium. Hier war doch irgendwo noch eine Kiste hier oben. Oh, ich will unbedingt das Dünenreich erforschen. Bisschen Uran gefunden. Was man hier wohl bekommt, wenn man Bohrer baut. Plötzlich super dark. Ja, wegen den Iridium-Dingern. Danach wird es immer einmal dunkel irgendwie. Ach, du hast Iridium geholt. Ja, Luftdruck. Das bringt Iridium dann runter. So, so, so. Mhm. Ich baue mir eine neue Basis. Für was? Naja, das ist so eine Art Zwischenknotenpunkt. Und einfach auch hier ein bisschen versorgt ist mit Kram. Das Fiese ist, du kannst das irgendwie nicht alles einsammeln immer, weil dann diese Felsen alles versperren. Kommst du da nicht dran? Ditte. Jetzt genug? Ja. Es regnet richtig stark. Ja, ist doch geil. Das mögen die Pflanzen. Das lieben die Pflanzen, du. Wenn die Luft geil wird. Geile Luft, du. So, dann gehe ich mal hinten ins Reich der aufgehenden Wonne. Wo bist du denn lang gegangen quasi? Ich bin in diesem Stinkefeld. Alter, wie krass sieht denn bitteschön... Okay, jetzt ach, da wo dieser Sandwasserfall ist. Ja genau, diese enorme Sandwand. Ja, ja. Wann entstehen denn bei uns? Wann entstehen denn bei uns? Warst du mal hinter der Sandwand? Ja, bin ich ja jetzt gerade. Ja, also in die Sandwand rein, meine ich so, weil da lagen damals Superlegierungen rum ganz viel. Da ist super viel Schwefel. Dann haben wir hier Osmium ohne Ende. Eine geheimnisvolle Kiste. Boah, Alter! Was für eine geile Kiste. Ich kann da gleich richtig geilen Kram bauen. Johnny Osmium. Eine Uranhöhle wäre halt schnieke. Ich erforsche die Sandhöhlen. Hier rein? Nee. Geil, Mann, was es hier alles gibt. Eine wilde Gegend, wo ich gerade bin. Kommst du zu mir oder wie? Nee, ich bin hier längs. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist alles Zeug, wo ich hinterher hingehe. Alter, ich habe voll den krassen unterirdischen Höhlenkomplex gefunden. Wenn ich teleportieren kann. Was ist das für eine heftige Höhle? So, Algen. Hier noch Kürbissamen. Ich bin in einer heftigen Superhöhle gelandet. Iridium. Achso, warte mal, dann nehme ich 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwelchen Leuchtkristallen und so. So eine Höhle hatte ich neulich auch, aber wie gesagt, ich mache erstmal hier unseren Shit. Ja, haben wir denn jetzt schon offiziell See? Ja, 94%. Das heißt also, in der Folge kriegen wir das noch hin. Ja, klar, easy. Titan und Arschmetall. Arschmonium. Arschmonium. Ich hab hier einen Computerchip noch.
Warte mal, vielleicht mache ich hier einfach. Eine Vitrine haben wir. Oh, da kann man die Trophäen reinstellen. Das ja, ist das lässig. Stimmt. Das ist lässig, hey. Gibt's sowas wie einen Mülleimer oder so in die Richtung? Ja, wir haben so einen Schredder dann irgendwie, ne? Ja, aber schreddert der Schredder was? Wir brauchen, wo kriegen wir denn Pilze her? Müssen wir die pflanzen? Ich habe nämlich keine Pilzsamen oder sowas. Weil uns fehlen diese Bio-Kunststoffklumpen. Ja, keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Das weiß ich auch nicht. Haben wir zufällig einen eingesammelt oder so? Weil Essenssamen. Ja. Echt, wir haben Pilz? Ja, wir haben Pilzsamen. Dafür brauchen wir aber, da brauche ich halt hier einen Futtertrog. Hier, wo gibt's den denn da? Aluminium, Eisen, Wasser. Wie sieht denn so unsere Stromversorgung aus? Ist die solide? Oder müssen wir uns da Gedanken machen? Warte, kann ich gleich gucken. Strom. Also wir produzieren 2300 und verbraucht 1600. Also ist noch genug da. Dann hole ich noch ein bisschen Wasser. Das ist schon mal ein nice Rio. Hier durch und jetzt muss ich das hier so rein. Swoops. 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 Mein Onkel Swoops hat gesagt. Mein Onkel Swoops, Mann. Boing. Zack. Zack. Seewassersammler. Was macht denn der Seewassersammler? Er sammelt Wasser auf dem See, so wie der andere aus der Luft. So. Ist das geil? Weiß ich nicht. Boah, da braucht man aber Bio-Kunststoffklumpen und anderen Kram. Boah, Alter, jetzt crasht's ja aber. Wegen dir hast du wieder irgendwie was in die Luft gejagt. Nö. Hast du wieder Gott gespielt? Und nee, das ist einfach nur so ein Hassding. Oh, jetzt komme ich nicht raus, weil ein Felsen vor der Tür liegt. Der Planet zeigt dir damit, dass er dich hasst, oder wie? Boah, Alter, wie es hier runterschmettert, ne? Also Seen haben wir voll. Als nächstes kommt Moos. Boah. Wie lange dauert das? Felsen im Haus. Boah, das dauert sehr lange. Ja, dann 0,43%. Dann haben wir richtig dick Moss. Kate Moss. Dann haben wir Kate Moss. Aluminium. Ich brauche doch nur Aluminium. Und ein wenig Wasser in meinem Maul. Was brauchen wir? Pilze, ne? Waren wichtig. Ja, Pilzsamen. Oder generell sind alle Samen irgendwie wichtig, weil wir brauchen ja für die Grundstufen dann auch Auberginen und so. So. Ah, dafür braucht man halt Wasser, ne? Wasser ist mucho importante. Wie ich ja immer wieder zu meinen Kunden sage, trinken Sie Wasser. Aber das war nur so ein ganz normaler Standard-Dings, ne? Also so ein Standardsturm. Oh, war nichts Besonderes, meinst du? Nee.
würde sagen, ich schicke jetzt nochmal ein Legierung und Silizium. Verbams, was war hier noch drin? Obergello. Alu ist halt immer noch, ne? Ja, Alu ist immer noch sehr, sehr wichtig. Die Alu-Krise 79, ne? Puh, da war was los, sag ich dir. Wir haben alle Siliziumsteine geleckt. Wir waren alle süchtig nach dem Silizium. Aber wann kriegt man denn den Teleport? Ich meine. Ab wann? Ab wann, mein Freund? Alter, wir sind noch lange nicht. Also, da sind wir noch nicht. Ja, aber wo ist denn so die Schwellmarke, wo wir sagen können, oh cool, Teleport voraus. Und über was kommt der überhaupt rein? Dauert auf jeden Fall noch. Ich habe schon Bock auf Teleportation. Ja, klar, aber wie gesagt, da müssen wir halt drauf hinarbeiten. Es gibt ja auch eine Story in dem Spiel, wusstest du das? Also so eine richtige mit Ende und allem? Ja, ja. Du musst halt auch die Höhlen finden mit den toten Männern und so. Das ist richtig ein Kram, habe ich gesehen. Ich glaube, ich bin vielleicht in der Totenmannhöhle. Ich habe halt hier so eine Parallelgesellschaft aufgebaut. Die Zersprengten nennen wir uns. Ja, ich mache hier unseren Shit weiter, weil von hier aus dann im Prinzip ja die Hauptoperation läuft, weil du hier auch die großen Domes dann hast und so. Ja, ich will einfach nur einen Knotenpunkt, damit ich jetzt schon mal so Lieferketten aufbauen kann. Alter, ja, wo geht's gut, denn aber hier die hast hin? Du hinterher durchs Teleportieren. Ja, muss ich aber auch erstmal erschließen. Was ist das denn? Die ewigen Sande. Du hast doch später auch diese krassen Höhlen, wo wirklich so diese pilzmäßigen Auswüchse sind und so. Was ist das denn hier? Der rote Raum. Crazy. Ja, ich würde es ja auch gerne sehen, aber das ist verrückt, die Gegend. Ich arbeite halt daran, unsere Base voranzubringen. Ja, ich ja auch, ich ja auch. Ja, irgendwo da draußen. Oh, Leute, was sehe ich denn hier alles? Diese wunderbare Schwefel, ich hol Schwefel, Alu. Irgendwann kommen die Ketten. Dann wirst du sehen, oh, da bringt jemand Alu ohne Ende in mein kleines Kabuff. Ich hol die Baupläne. Ja, nur das Ding ist, dass irgendwann ja dieser Spielprogress an sich auch damit einhergeht, dass man neue Gebiete erschließt, sich die anguckt, da in die Höhlen geht, die Sachen raussammelt. Ja, im Moment brauchen wir auch Uran und alles. Ich die im Zweifelsfall ja niemals sehen werde. Ja, natürlich, das ist ja noch super viel Zeug. Ich bin ja immer noch in dem Gasgebiet nur. Ich bin ja nicht irgendwie ewig weit weg. Das ist ja gerade hinter der Sanddüne. Was ist das da? Das glitzert? Nee, das ist nur ekliger Kobalt. Das glitzert schön. Das nehme ich mit. Aber hier gibt es keine Uranhöhle, ne? Die war damals hier hinter, also wenn du hinterm Dings weitergehst, hinter dem Alu-Ding da, was am Anfang ist. Da ist auch noch eine Uranhöhle. Irgendwo dahinter, hinten rechts, irgendwo ganz weit war mal eine, glaube ich. Guck mal, hier ist ja nochmal Eis, oder? Ist das Eis? Nee, das ist was anderes. Irgend so ein Jellack. Gut, Eis brauchen wir eh nicht mehr. Nee, wo abtauen muss. Ach so. Guck, das ist noch Eis. Was hier vor sich hin dampft. Ach, das ist hier wieder. Hm, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das war bei diesem ersten Schiff, das man quasi erreichen kann. So. Hinter dem, also da, wo man gelandet ist sozusagen. Ja. Ja, dahinter ist Freude.
Da ist das Freudenhaus. Also Pflanzendinger ziehen sich aber auch ganz schön. So, ich komme mal mit Premium-Ware nach unten. Auch mit Alu. Ich habe auch ganz viel Alu. Schon wieder fast halb voll der Schrank. Ich habe auch ganz viel von diesem Poly-Zeug. Was, Superlegierung? Oder? Nee, Bio-Kunststoff. Davon habe ich auch einiges dabei. Ja gut, der wird später dann nochmal wichtig für die... Alter, hier ist wieder eine goldene Kiste gespawnt. Mit Bohnensamen diesmal. Eine Bohnen haben wir aber, glaube ich, auch schon. Liegt einfach in dieser ersten Iridiumhöhle. Einfach so, zack, habt ihr nochmal eine goldene, Jungs. Viel Spaß. Aber was ist jetzt an Wasser oder kommt da noch mehr Wasser? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt das Wichtigste für uns erstmal? In welchen Entwicklungszweig soll ich reingehen? Biomasse? Ist eigentlich ja egal. Ja, aber Biomasse ist halt immer gut. Was sagt denn unser Strom? Oh, der ist ganz immer noch genug. Hat sich nichts geändert, als wie, wo du vor vier Minuten... Algengeneratorstufe 2 könnte ich sogar schon bauen. 2 Stück. Ach so, warte, dann nimm hier. Warte, wo bist du? Oder hast du das alles in der Tasche schon? Nee, mir fehlt nur Wasser noch. Ach so. Aber ich pack erstmal Schwefel rein. Ich hab hier Schwefel. Dann kann ich das zurückpacken, weißt du? Dann bräuchte ich. Und wie kriegen wir gerade welche bauen wollte? Diese Bio-Kunststoffklumpen? Pilze und Silizium und Wasser. Magnesium brauche ich noch. Algen, Aubergine. Was brauche ich noch? Ja, Wasser halt nur noch. So, ich mir da oben aus unseren Saugern. Okay, das Ding deckt ja riesige Flächen ab. Ja. Gibt's dann auch noch eine Stufe 3er? Ich weiß es nicht genau. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Also, ne, so gut sind meine Erinnerungen nicht. Also ist alles schon abgeerntet? Hier, Alge? Nicht alles, aber... Ist auch schon gut wieder nachgewachsen. Algen wachsen hinterher wie Scheiße, sag ich dir. Es ist was hinterher... Ne, aber du brauchst doch immer viel dann für die... Machst du den Dünger mit? Ja, auch. Damit machst du auch, glaube ich, diese Mutagene und so später. Aber die Folge ist auch rum, ne? Bio-Kunststoffproben da und weiß ich nicht was. Der Folk ist over. Na, jetzt sind wir aber auch schon mal bei einer guten Menge Biomasse. Wann gibt es die nächsten großen Errungenschaften? Boah, bei Tonnen. Ja, Biomasse. Aber die produzierst du später auch in großen Mengen. Wenn dann erstmal die Baumdinger und so kommen noch. Wir brauchen halt mehr von diesen Blumenverteiler. Dafür brauchen wir Dünger ohne Ende. Haben wir eine Düngerkiste? Bis jetzt noch nicht. Ich habe nur Algenkiste gemacht. Im Labor selber habe ich das dann gebaut. Weißt du, damit du für die Algen nicht jedes Mal rennen musst, weil die Algen brauchst du oft. Ja. Wir müssen halt Wärme vorantreiben noch. Das geht aber mit Raketen. Also deine aber Lösung ist irgendwie auch für alles Raketen. Ich bomb da Raketen rein. Ja, aber du Rakete für rein. Guck mal, wenn du jetzt 10 Bohrer baust, kriegst du 200 irgendwas. Wenn du eine Rakete abschießt, kriegst du plus 1000%. Guck mal, wie hoch ich den Luftdruck gepusht habe mit 2 Raketen. Das ist geisteskrank, das ist aber auch dauerhaft ist, ne? Das ist echt geisteskrank. Aber Biomasse können wir nicht erzwingen, ne?
Brauchen wir Blumenverteiler. Biomasse ist halt jetzt noch nicht das Ding, ne? Wir brauchen halt erstmal ja, die Basics. Musst du Basics machen, wenn du hascheln willst, oder was? Ja, musst du hascheln, ne? Hascheln. Ja, musst du hascheln. Dieses fiese Hascheln, das machen die jetzt alle immer. Und alle haben Angst, dass sie vom Haschelgeruch getötet werden. So, aber die Folge ist vorbei. Wir spielen schon wieder viel zu lang. Es gibt keinen zu lang. Ah, doch. Ich krieg immer Ärger mit diesem Onkel K, nennt er sich. Ganz fieser Typ. So, Leute, bewerten, kommentieren, Hashtag, geh weg, Onkel K, in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.